Hallo, in diesem Video möchten wir uns einmal anschauen, wie ihr Plätze mit freier Platzwahl für eine gemeinsame Kapazität einrichten könnt. Bedeutet in dem Fall zum Beispiel, wir haben den Stehplatzblock, einmal mit dem Normalpreis und einmal mit dem ermäßigten Preis. Allerdings haben wir in dem gesamten Block nur 100 Plätze zur Verfügung und beide Plätze sollen aus dieser Kapazität herausbuchen. Das können wir bei uns im System folgendermaßen einstellen an zwei Stellen. Wenn ihr in der Konfiguration der Preisliste seid, also unter Veranstaltung, Vorlagen und Preistemplates, dann habt ihr hier eure Preisliste. Könnt ihr nun auf Preisvorlage bearbeiten oder eine neue erstellen. Wir fügen jetzt hier einmal einen neuen Preis hinzu, geben den Preis ein, eine verfügbare Menge, machen einen Block, ist der ermäßigte Preis. Dann haben wir hier nochmal den Normalpreis. Auch hier gehen wir nochmal auf Erarbeiten und machen den auch in den Stehplatzblock. So, wir haben nun unsere beiden Preise. Einmal 10 Euro Normalpreis und den ermäßigten. Dazu gehen wir jetzt einmal her und sortieren das Ganze in eine Reihenfolge, dass der Normalpreis zuerst steht. Und geben den Ganzen nun eine gemeinsame Kapazität. Wir sehen nun einmal, jeder Preis ist für sich alleine 100 Mal buchbar. Wenn wir jetzt aber das Ganze gemeinsam machen wollen, gehen wir hier einmal auf Bearbeiten und wählen jetzt hier bei Shared Allocation einen Bereich aus, aus dem die Kapazität gezogen wird. Wir ordnen in dem Fall nun beide Preise dem Bereich 1 zu und fügen hier bei geteilter Kapazität eine entsprechende Menge für den Bereich 1 hinzu. Wir hatten gesagt, 100 Tickets sind für beide Tickets verfügbar. Wir speichern dies nun einmal, speichern unseren Preis, gehen nochmal zurück und gehen genauso auch, wir sehen nun hier einmal die geteilte Kapazität, den Bereich 1, den wir verwenden, nochmal beim Bearbeiten auf beim ermäßigten Preis und wählen hier den genau gleichen Bereich aus. Wir sehen hier, dass die geteilte Kapazität schon eingerichtet ist mit 100 und speichern das Genannte einmal. Wir sehen nun, beide ziehen aus diesem Bereich heraus. So habt ihr nun einmal eure Preisliste erstellt und wenn ihr nun die Veranstaltung auf Grundlage dieser Preisliste erstellt, dann habt ihr diese Verfügbarkeit drin. Ihr könnt aber genauso sagen, zum Beispiel, der ermäßigte Preis ist von den 100 Mal nur 30 Mal buchbar. Ja, das heißt, ihr könnt hier nochmal eine eigene Verfügbarkeit des jeweiligen Preises innerhalb der gemeinsamen Kapazität angeben. Euch muss nur bewusst sein, dass wenn ihr hier eine geringere Kapazität angibt, also 30, dann ist dieser Preis auch nur 30 Mal buchbar, auch wenn es in der Gesamtverfügbarkeit dieses Blockes eben noch viel, viel mehr Plätze gibt. Genauso könnt ihr dies auch in der Veranstaltung machen, wenn wir hier einmal zu aktueller Veranstaltung gehen. Dann gehen wir hier zur Testveranstaltung Handball und gehen hier auf Tickets bearbeiten. Hier haben wir diese beiden Preise bereits und auch hier werden wir jetzt diese Zuordnung schaffen. Wir wählen hier den Bereich 1 aus und genauso auch bei dem unteren Preis. Wir sehen nun, dass die beiden Preise nicht mehr buchbar sind, weil in unserem Bereich 1 aktuell 0 Plätze verfügbar sind. Diese können wir nun hier bearbeiten und geben nun hier einmal die 100 ein, speichern das. Und wir sehen nun, dass das sich auf beide Preise ausgewirkt hat und wir hier eine Verfügbarkeit von 100 haben. Wenn wir jetzt wieder hergehen wollen und sagen, der ermäßigte ist aber nur 30 Mal buchbar, dann sehen wir hier, dass wir innerhalb der Verfügbarkeit von 100 haben wir 30. Nur mal, also kann dieses ermäßigte Ticket gebucht werden. Wenn wir uns das Ganze nun einmal im Shop anschauen und wir wählen diese Veranstaltung aus,
dann haben auch wir hier wieder diese beiden Preise und können eben nun eben das Ganze hier einmal in den Warenkorb legen. Und wir sehen auch hier direkt, dass sich das Ganze verändert. Wir sehen nun, wir haben nur noch 5,95. Ja, die werden hier als sold angezeigt, dadurch, dass sie im Moment gerade im Warenkorb liegen. Wenn wir diese hier wieder aus dem Warenkorb herauslöschen und auch hier nochmal aktualisieren, dann geht diese Zahl wieder nach oben. Wenn ihr zu dieser Funktionalität noch Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden.